Die GEFA gehört zur Société Générale Group, hat insofern einen Konzernhintergrund. In Deutschland 700 Mitarbeiter, davon circa die Hälfte am Stammsitz, Hauptsitz in Wuppertal. Und die IT-Abteilung ist in etwa 60 Kolleginnen und Kollegen stark. In verschiedenen Industrien sehen wir, dass die IT immer bedeutender wird. Und insofern ist meine Aufgabe, nicht mehr nur IT zu betreiben, sondern auch mit den Fachkollegen sehr intensiv in den Austausch zu gehen und zu verstehen, was die Bedürfnisse sind. Ja, und um die besten Lösungen zu ringen. Ja. Also wir leben nicht mehr in der klassischen Marketingwelt, so viel ist schon mal klar. Und ich glaube, was ganz wesentlich ist, ist, der CIO muss kundenorientiert sein. Der Marketingleiter sollte das auch sein. Aber ganz wichtig ist auch der Marketingleiter sollte eben IT-affin sein. Also diese Affinität für die Technik ist im Marketing, glaube ich, heute einfach eine Eigenschaft, die ist nicht mehr wegzudenken. Und wenn man das mal überträgt auf das Arbeitsfeld, ich würde mal ganz grob mich zu der Behauptung versteigen, dass mindestens 50%, wenn nicht sogar 70% der Tätigkeit heute beeinflusst ist von IT. Das ist einfach ganz klar. Also Sie können heutzutage kein Marketing mehr machen ohne IT-Kenntnisse, ohne Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen aus der IT. Wir sind gemeinsam, also Marketing, Vertrieb und IT, der Überzeugung, dass das, was wir im Moment tun mit der Digitalisierung, also wirklich Services zu generieren, die unsere Kunden heute so noch gar nicht wahrnehmen, dass sie zwingend erforderlich sind, um im Wettbewerb bestehen zu können. Sie auch zwingend erforderlich sind, um neue Kundengruppen anzusprechen. Also auf der einen Seite haben wir ein Intranet eingeführt, was von der kompletten Belegschaft genutzt wird. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben eine Geschäftsanwendung entwickelt für die Händlerschaft, für die Einkaufsfinanzierung, die wir auch als Produktlinie anbieten. Wir haben inzwischen ca. 200 Händler auf der Plattform. Insgesamt werden es ca. 600 bis Ende des Jahres sein. Wir sehen, dass diese Plattform sehr gut angenommen wird. Wir haben über 3.500 Transaktionen. Gerade das Einkaufsfinanzierungsgeschäft war sehr papierlastig bis dahin und heute ist es völlig digitalisiert. Das erleichtert die Arbeit für den Kunden, aber auch für uns selbst. Die internen Services sollen auch mit Liferay unterstützt werden, also interne Bereiche. Und dieser 360-Grad-Blick um alle Kundenaktivitäten wollen wir auf der Plattform eigentlich entwickeln. Ja. Ein Kunde möchte heute entscheiden können, wie er mit seiner Bank zusammenarbeitet. Ein Kunde möchte entscheiden können, in welcher Form er mit uns in Kontakt treten möchte, ob er uns anrufen möchte, ob er mit einem Berater sprechen möchte, ob er über das Internet mit uns in Kontakt treten möchte. Und was ganz wichtig ist, ist, wir müssen an allen diesen unterschiedlichen Kontaktpunkten, an diesen Touchpoints, müssen wir dem Kunden die gleiche Erfahrung bieten. Das heißt, die Konsistenz in der Erfahrung an den unterschiedlichen Touchpoints ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und da sehen wir eben, da geht der Trend hin, definitiv. Und was wir eben ganz klar verfolgen mit unserem Digitalisierungsprojekt, ist diese Konsistenz zu schaffen. Wir können Portlets integrieren, wir können auch andere Technologien aus dem Java-Bereich sehr gut mit einziehen. Also diese Kombination von Open Source auf der einen Seite, aber Professional Service auf der anderen Seite. Ja? Das sind so Dinge, die uns Liferay-seitig eigentlich bestärken. Liferay ist eine Plattform. Der Vorteil von Liferay ist in der Tat das Thema Modularität, also die Möglichkeit, einfach viele unterschiedliche Funktionalitäten abzubilden. Ich stelle fest, dass Funktionalitäten, die zusammen mit Business entwickelt werden, wo also Business-Kollegen Input geben, wo Marketing natürlich Input gibt, dass die gut und auch in einer angemessenen Zeit umgesetzt werden können mit Liferay. Und wo wir das wirklich auch mit internen Ressourcen abwickeln konnten, haben wir wirklich festgestellt, welche Möglichkeiten uns diese Plattform bietet und haben zunehmend Vertrauen gewonnen. Und wir haben auch das Vertrauen gewonnen, dass wir damit auch Business-Bedürfnisse abdecken können. Und gleichzeitig ist es für mich als CIO wichtig, eben zu sagen, okay, ich habe für ein Intranet nicht die Lösung A, für eine Internetplattform die Lösung B. Und ich muss Fertigkeiten auf beiden Seiten gewährleisten. Das würde uns, ich sag mal, sicherlich an die Kapazitätsgrenzen bringen. Insofern muss so eine Plattform unterschiedlichste Bedürfnisse befrieden, sie muss flexibel sein. Und sie muss vor allen Dingen auch Integration ermöglichen. Und das ist eine Stärke, die ja auch im Gartner-Quadranten und im Vergleich zu anderen Portalen sehr hervorgehoben wird. Und unser Eindruck ist bisher, dass sich das auch bestätigt. Jedes Werkzeug, mit dem Sie einen neuen Lifecycle beginnen, müssen Sie erstmal kennenlernen.
müssen sich das Wissen aneignen. Und deshalb ist uns bei Liferay dann eben auch wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, auf Partnerunternehmen zurückzugreifen, aber auch auf Liferay selbst zurückgreifen können. Also auf Kernexpertise, auf Consultants, um gerade auch in Architekturfragen, die dann richtungsbestimmend sind, die sie auch hinterher nur mit viel Aufwand wieder korrigieren können, uns das entsprechend auch hinzuzuziehen. Und da fühlen wir uns eigentlich ganz gut aufgehoben. Letztendlich ist die Frage meines Erachtens, die sich viele Banken stellen müssen, was kann ich eigentlich über den klassischen Finanzdienst einem Kunden hinaus noch anbieten? Was sind additional services, die wir anbieten können? Das ist eine Frage, die noch viel relevanter werden wird in der Zukunft. Was uns wichtig ist, dass wir die Dinge, die wir so am Reißbrett entworfen haben, von denen wir der Auffassung waren, dass sie wirklich für beide Seiten auch nutzenstiftend sind, dass die aufgehen. In diesem Einkaufsfinanzierungsprojekt ist das der Fall. Die Anzahl an Transaktionen bestätigt uns, dass das der richtige Weg ist. Auch das Feedback, was wir bekommen von den Händlern, ist so gut, dass wir eigentlich der Überzeugung sind, ja, wir sehen uns bekräftigt. Und dieses Projekt hat innerhalb des Unternehmensbereichs auch ein Projekt-Award gewonnen, sodass es das alles, sowohl die Liferay-Entwicklungen, als auch die Zusammenarbeit mit unserem Offshore-Team enge Aufmerksamkeit des Top-Managements genießt.